Ja, liebe Zuschauer BLE-TV, wir sind glücklich, ihn hier ans Mikro zu kriegen. Er ist hier der prominenteste Mann am Wochenende im Ort. Beim Zwieselrennen wird er gleich starten. Warum? Weil er der Titelverteidiger ist. Hallo, ja. Robert Geissen. Er sagt das so schön, dass ich der prominenteste Mann bin. Aber ja, du willst mich ja heute schlagen. Ich bin mal gespannt, ob du das auf die Reihe bekommst. Letztes Jahr haben wir ja einiges vorgelegt. Aber ich gebe den Pokal auch gerne wieder ab, weil bei mir steht er eigentlich nur im Regal rum. Okay, und ist schon verstaubt wahrscheinlich seit einem Jahr. Ja, verstaubt ist er nicht. Ich habe eine gute Haushälterin, die staubt den ab und zu mal ab. Aber ja, ich bin gespannt, ob du das auf die Reihe bekommst. Ich werde mich anstrengen. Glaub mir, ich war gestern früh im Bett und du natürlich auch. Um 5 Uhr habe ich irgendwie gehört. Nein, es war nicht 5 Uhr. Ich bin ein bisschen früher gegangen. Es waren 4 Uhr. Aber okay. Früh am Morgen, was ist, kennst du ja, wie heißt das, der ist auch als erstes wieder am Start. Ist es schwer, so ein Ding zu fahren, so ein Zwiesel? Ja, du kommst ja am Ende vor, wie heißt das, als wenn du auf so einem AOK-Shopper unterwegs bist. Also es ist schon eine Umstellung vom normalen Leben. Aha, okay. Aber wir werden das auf die Reihe bekommen. Aber ihr habt gehört, heute ist mehr Geschicklichkeit gefordert. Weniger Speed als wie letztes Jahr. Also ich bin mal gespannt, wie es geht. Gibt keine Proberunde, geht direkt ins ernste Wasser. Ja, das ist Gregor Glanz. Ne? Also wenn der was organisiert, dann geht es immer direkt los. Dein bester Freund, ihr seid fast Brüder. Er hat mir leider Gottes keine Tipps gegeben. Er hat nur gesagt, Robert, fahr ganz ruhig durch. Wenn du ganz ruhig durchfährst und am Ende ankommst, hast du ja wahrscheinlich schon gewonnen. Okay, ihr habt eine super erfolgreiche Serie bei RTL 2. Glamouröse Familie, die Geissens. Wie viele Staffeln wolltest du noch drehen? Du lässt gar nicht nach. Ja, Robert, du gibst Gas, Gas, Gas. Aber was willst du anders machen? Du bist nicht mehr der Jüngste. Du musst jetzt auch mal in Rente gehen. Ja, aber ich habe noch 5 Jahre Zeit, dann kommt die Rente. Weißt du, in Monaco gibt es die Rente erst mit 60. Habe ich noch 6 Jahre Zeit. Also haben wir noch ein bisschen vor uns. Aber wir sind mittlerweile tatsächlich bei Staffel oder bei Folge 240 angelangt. Und bleibt spannend bei den Geissens. Super. Bleibt gesund. Grüß mir die Carmen. Und wir sehen uns ja im Rennen und vielleicht entreiße ich dir den Pokal. Viel Glück. Ja, viel Glück. Robert, ciao. Danke dir, bis später. Ja, das war Robert Geissen hier im Casino von Seefeld. Wir sehen ihn auch gleich auf der Rennbahn und dann schauen wir mal, was er so bringt. Das war der Robert. Weil er so kann.